Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen einmal die Zukunft und auch die Vergangenheit eines Landes besprechen, das sehr wohl Bedeutung hat für uns heute und auch für das, was noch kommen wird. Und ich möchte heute mit Ihnen über die Türkei sprechen. Nun, die Türkei wird in der Bibel öfters erwähnt. Natürlich nicht mit dem Namen Türkei. Man muss natürlich wissen, welche Stellen sich auf die heutige und zukünftige Türkei beziehen. Und wir werden dies in der heutigen Sendung und auch in der nächsten Predigt näher betrachten. Zunächst einmal behaupten, dass es sich bei der Türkei heute um die Nachfahren, nicht die einzigen Nachfahren, aber doch um Nachfahren des biblischen Esau handelt. Esau oder auch Edom genannt. Nun, Esau war, wenn Sie die biblische Geschichte kennen, der Zwillingsbruder von Jakob. Und Sie werden sich vielleicht daran erinnern, wie damals der Jakob den Esau betrug. Oder zunächst einmal hat er ihm ja die Erstgeburt abgelockt, dadurch, dass er ihm ein Linsengericht, wie es heißt, gegeben hatte, weil der Esau eben hungrig war. Und dieses Linsengericht, wenn es sich um ein Linsengericht gehandelt hat, es war also lediglich ein Gericht, wie die Bibel sagt. Und dieses Gericht war rot. Und so wurde der Name Esau dann auch in Edom umgewandelt. Und dieser Name Edom heißt eben rot. Lesen Sie die Erzählung im 1. Buch Mose, Kapitel 25 und dann in Vers 30. Wir finden aber auch weitere Bezeichnungen für Edom oder für Esau. In einigen älteren Bibeln werden Sie möglicherweise die Bezeichnung Idumea finden. In den neueren Bibeln wird das bereits schon mit Edom oder Esau übersetzt. Und in der Tat ist Idumea ein Teil von Esau. Sie können sich zum Beispiel in Jesaja Kapitel 34 und Vers 5 nachlesen, wenn Sie eine ältere Bibel haben sollten. Der berühmte Herodes der Große war zum Beispiel ein Idumäer, also ein Nachfahre Esaus oder Edoms. Das war dieser berühmte, berüchtigte König, der damals alle Kinder, männlichen Kinder, unter 2 Jahre in Bethlehem getötet hat, als er erfuhr, dass der König der Juden geboren worden war. Und Sie finden diese Erzählung in Matthäus Kapitel 2 und in Vers 16. Ich möchte hier kurz eine Stelle aufschlagen in 1. Mose Kapitel 32. Die wichtig ist für Prophezeiungen, die sich auf die Nachfahren von Edom oder Esau beziehen. In 1. Mose Kapitel 32 finden wir nämlich eine weitere Bezugnahme auf die Identität von Edom oder Esau. 1. Mose 32 und lesen wir in Vers 4. Da heißt es, Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. Also Seir ist ebenfalls eine Bezeichnung, die sich auf Edom oder Esau bezieht. Und Sie finden dies ganz deutlich in Josua. Josua, Kapitel 24. In Josua, Kapitel 24. Und lesen wir Vers 4, wo es heißt, dass Gott sagt, und Isaak gab ich Jakob und Esau. Also Jakob und Esau waren die Söhne von Isaak. Und gab Esau das Gebirge Seir zum Besitz. Also hier wiederum die Identifikation zwischen Esau oder Edom und Seir. Esau hatte auch einen Nachkommen mit dem Namen Teman. Und schauen wir uns dies einmal in 1. Buch Mose Kapitel 36 an. 1. Buch Mose Kapitel 36. Teman war, wenn man das so sagen will, der Enkel von Esau. 1. Mose 36, die Verse 10 und 11. Da lesen wir, so heißen die Söhne Esaus. Und dann wird Eliphas genannt und andere Söhne werden genannt. Und dann heißt es aber in Vers 11, und des Eliphas Söhne aber waren diese, Teman. Also Teman wird dann zuerst genannt als einer der Enkel von Esau.
Und dann lesen wir auch in Vers 12 eine weitere interessante Geschichte hier, denn Timna war eine Nebenfrau des Eliphas, des Sohnes Esau, und die gebar ihm Amalek. Und Sie haben ja alle von den Amalekitern gehört, ein Erbfeind sozusagen von Israel. Und auch heute haben die Amalekiter durchaus eine Rolle zu spielen im Nahen Osten, aber wir wollen heute uns nicht unbedingt auf die Amalekiter beziehen, sondern auf einige der Nachfahren des Hauses Esau, wenn man das so sagen will. Wir finden auch eine weitere Erzählung in 2. König, Kapitel 14. 2. König, Kapitel 14. Und lesen wir in Vers 7, dass hier ein König von Israel die Edomiter im Salztal schlug, 10.000 Mann, und eroberte die Stadt Sela im Kampf und nannte sie Jogtel bis auf diesen Tag. Also die Stadt Sela, im Griechischen Petra genannt, die auch heute ja noch existiert. Sie haben sicherlich Bilder von dieser berühmten Stadt Petra gesehen oder was noch übrig geblieben ist davon. Die gehörte auch zu dem Gebiet von Esau oder Edom. Die Hauptstadt von Edom war Bosra, die Stadt Bosra. Schauen wir uns dies in Jesaja 63 kurz an. Jesaja 63 und in Vers 1. Jesaja 63 und Vers 1. Und da heißt es: Wer ist der, der von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bosra, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und dann herschreitet in seiner großen Kraft? Und auf diese Stelle werden wir später noch eingehen. Also hier wird Bosra erwähnt, die damalige Hauptstadt des Reiches Edom. Wir finden auch, dass die ursprünglichen Bewohner des Gebietes, das dann an Esau ging, die Horiter waren. Und wir finden dies im 5. Buch Mose, Kapitel 2 und Vers 12, eine Stelle, die ich hier nur erwähnen möchte. Denn dann kamen die Edomiter und haben die Horiter vertrieben und deren Gebiet dann eingenommen. Und wir lesen auch in vielen Stellen der Bibel, dass es Kriege gab zwischen den Edomitern und den Israeliten, obwohl die ursprünglich Brüder waren. Aber wir können uns ja daran erinnern, wie damals der Jakob zunächst einmal das Erstgeburtsrecht von Esau erhielt und dann natürlich durch Betrug auch den Segen von dem Vater Isaak. Und darauf werden wir noch auch zu sprechen kommen, aber dieser Hass, der dann entstanden ist seitens Esau, der ist scheinbar nie irgendwie dann vorübergegangen, und auch die Nachfahren von Esau, wie wir noch sehen werden, haben den gleichen Hass jetzt gegenüber den Nachfahren des Hauses Israel. Eine interessante Stelle findet sich in 4. Buch Mose, Kapitel 20, wo bereits von dieser Bereitlosigkeit zu vergeben berichtet wird. In 4. Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 14 bis 21. 4. Buch Mose, Kapitel 20. Und angefangen in Vers 14. Und Mose sandte Botschaft aus Kadesh zu dem König der Edomiter. Also als damals die Israeliten aus Ägypten kamen, da sandten sie Botschaft an die Edomiter. So lass dir dein Bruder Israel sagen: Du kennst all die Mühsal, die uns betroffen hat, dass unsere Väter nach Ägypten hinabgezogen sind und wir lange Zeit in Ägypten gewohnt haben, und dass die Ägypter uns und unsere Väter schlecht behandelt haben. Und wir schrien zu dem Herrn, der hat unsere Stimme gehört und einen Engel gesandt und uns aus Ägypten geführt. Und siehe, wir sind in Kadesh, einer Stadt an deiner Grenze. Lass uns durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch Äcker oder Weinberge gehen, auch nicht Wasser aus den Brunnen trinken. Die Landstraße wollen wir ziehen, weder zur rechten noch zur linken weichen, bis wir durch dein Gebiet hindurchgekommen sind. Edom aber sprach zu ihnen: Du sollst nicht hindurchziehen, oder ich werde dir mit dem Schwert entgegentreten. Achten wir darauf, ich werde dir mit dem Schwert entgegentreten. Die Israeliten sprachen zu ihm: Wir wollen auf der gebahnten Straße ziehen, und wenn wir von deinem Wasser trinken, wir und unser Vieh, so wollen wir es bezahlen. Wir wollen nichts als nur zu Fuß hindurchziehen. Er aber sprach: Du sollst nicht hindurchziehen. Und die Edomiter zogen aus ihnen entgegen mit mächtigem Heer und starker Hand. Und so weigerten sich die Edomiter, Israel zu gestatten, durch ihr Gebiet zu ziehen, und Israel wich ihnen aus. Also hier sehen wir schon die Situation, die sich zwischen
den Edomitern und den Israeliten entwickelt hatte. Und diese Situation, diese Feindschaft, die blieb auch weiter bestehen. Wir lesen später in 2. Samuel Kapitel 8, in den Versen 13 und 14, dass König David das Gebiet der Edomiter für sich in Anspruch nahm und es eroberte. Und wir lesen dies später auch von einem anderen König, Amasia, in 2. Chronik Kapitel 25, die Verse 11 und 12. Aber wir lesen auch geschichtlich, dass die Edomiter ihre Unabhängigkeit dann wieder von Israel und Juda erlangten. Wir finden dies in 2. König Kapitel 16. 2. Könige Kapitel 16. Und wir lesen hier in Vers 6. Zu dieser Zeit brachte Rezin, der König von Aram, Elat wieder an Edom und vertrieb die Judäer aus Elat. Danach kamen die Edomiter und wohnten darin bis auf diesen Tag. So hatten also dann die Edomiter wieder ihr ursprüngliches Gebiet von den Juden und Israeliten zurückerobert. Wir finden auch biblisch und geschichtlich gesehen, und einige Kommentare bringen das zum Ausdruck, dass dann später, als die Juden, das Haus Juda, in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde unter König Nebukadnezar, dass die Edomiter Anteil hatten an der gewaltsamen Fortführung der Juden. Die waren also dann auf der Seite der Babylonier und haben sich dann gegen die Juden gewandt. Aber schließlich wurden auch die Edomiter von einer anderen Macht, nämlich der babylonischen Macht, der chaldäischen Macht, erobert und vereinnahmt. Und wir lesen dies im Buch Jeremia in Kapitel 27 und die Verse 3 und 6, auch das nur hier gesagt. Aber die Kommentare, von die ich also gelesen habe, schreiben dann, als dies dann geschehen ist, als also die Edomiter von den Babyloniern vereinnahmt wurden, nachdem sie zuvor mit den Babyloniern gegen die Juden gekämpft hatten, etwas, was möglicherweise in der Zukunft wieder geschehen wird, da sagen uns die Kommentare, ja, danach hat man nichts mehr von den Edomitern gehört, die sind also von der Bildfläche verschwunden, man weiß heute nicht mehr, wo sie sind, das hat eben aufgehört, dieses Volk zu existieren. Selbst die Sprache, sagen sie, die sei also dann verschwunden, also nichts ist von den Edomitern übrig geblieben. Die haben einfach, wie ich sagte, aufgehört, als Volk zu existieren, als Völkerschaft. Aber das kann nicht wahr sein. Das kann deshalb nicht wahr sein, weil die Bibel sehr viel über die Edomiter in der Zukunft noch zu sagen hat. In der Zukunft, noch vor der Wiederkunft Jesu Christi, werden die Edomiter, die Nachfahren Esaus, laut Bibel eine wichtige Rolle spielen. Sie müssen also nach wie vor existieren und nicht nur zerstreut in allen Landen, sondern sie werden ganz eindeutig in der Bibel als ein Volk beschrieben, als eine Nation, die eben als eine Völkerschaft, eine Nation existiert. Und die eben, wie gesagt, eine Rolle spielen wird. Die Encyclopædia Britannica in ihrer 1959. Ausgabe, oder im Jahr 1959 ist diese Ausgabe erschienen, die schreiben nämlich, dass damals die Edomiter oder viele von den Edomitern nach dem Westen gezogen sind, also aus ihrem Stammesgebiet heraus sind und nach dem Westen gezogen sind und sich dann irgendwo dann im Westen von ihrem Stammesgebiet aus gesehen, niedergelassen haben. Nun kehren wir zu dem Segen zurück, in Anführungszeichen, den damals der Isaak dem Esau gab, nachdem er ihm zunächst einmal diesen Segen nach dem Jakob gegeben hatte, weil er meinte, der Jakob, der sei der Esau gewesen. Und dann war natürlich der Esau zu Recht erbost, als er erfuhr, dass der Jakob ihn betrogen hatte. Und jetzt sagt er zu dem Vater, gib mir doch auch einen Segen. Hast du nicht auch einen Segen? Und so gibt jetzt der Isaak dem Esau einen Segen, den wir in 1. Mose Kapitel 27 lesen. Aber dieser Segen, der hatte schon so gewisse negative Auswirkungen und Inhalte. In 1. Mose Kapitel 27 lesen wir die Verse 39 und 40. Da antwortete Isaak sein Vater und sprach zu ihm, zu Esau, siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen.
Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Hause oder deinem Halse reißen wirst. Das war dieser Segen, den Isaak dem Esau gab. Nun, wir müssen verstehen, dass Gott von vornherein beabsichtigt hat, und die Bibel sagt uns dies auch, später auch im Neuen Testament, im Buch Römer, dass, obwohl Esau der Erstgeborene war, die spezifischen Segnungen an Jakob gehen sollten, nicht an Esau. Das hat mit Vorherbestimmung zu tun. Das hat damit zu tun, wen Gott erwählt, um gewisse Segnungen zu erhalten. Und zwar, wie Paulus im Buch der Römer sagt, noch bevor überhaupt Esau und Jakob geboren worden waren. Also nicht aufgrund von irgendwelchen Dingen, die sie getan hätten, aufgrund des Willens Gottes alleine war es bereits schon vorherbestimmt worden, dass Jakob Segnungen erhalten würde und nicht Esau. Aber das entschuldigt natürlich das Verhalten von Jakob keineswegs. Jakob hätte diese Segnungen erhalten von Gott, auch auf redliche Weise. Aber er meinte, weil er vielleicht auch die Prophezeiungen gar nicht so richtig verstand, dass er etwas hätte tun müssen. Aber interessant ist schon, wenn wir zurückgehen zu 1. Mose Kapitel 25 und Vers 23, dass die gleiche Prophezeiung bereits damals der Rebekka, der späteren Ehefrau von Isaak oder der Ehefrau von Isaak gegeben worden waren, als die beiden Zwillinge gebar. Und so lesen wir in 1. Buch Mose Kapitel 25 und in Vers 23, der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also die gleiche Prophezeiung, die später dann auch Isaak als Segen dem Esau gibt. Nun, vielleicht hatte die Rebekka gemeint, sie müsste jetzt etwas tun, um diese Prophezeiung in Wirklichkeit werden zu lassen. Also wir sehen hier, dass dies bereits vorher gesagt worden war. Aber denken wir daran, dass der Isaak dem Esau sagte, dass zu einer gewissen Zeit der Esau das Joch seines Bruders von seinem Halse reißen würde. Also er würde nicht mehr, dann für eine gewisse Zeit zumindest, nicht mehr länger ein Diener seines Bruders sein. Nun, einige Kommentare sagen uns, wie zum Beispiel Haley's Bible Handbook, dass dies geschehen ist zu der Zeit, als die Edomiter damals im Alten Testament sich von den Israeliten unabhängig gemacht haben. Und sie verweisen dann auf 2. König, Kapitel 8, die Verse 20 bis 22. Und andere Kommentare sagen uns, wie zum Beispiel Biblica, der Bibelatlas, dass man dies auf die Zeit beziehen muss, wo damals Herodes der Große, wiederum dieser böse König, von dem wir eben schon gehört haben, der war ja ein Edomiter und er hat damals seine eigene Frau umgebracht, seine eigene Familie in Judäa umgebracht, oder ich möchte sagen seine eigenen Frauen, der hatte mehrere, und auch seine Kinder, weil er eben Angst hatte, dass er seine Position verlieren würde. Und er hat dann auch eine Verbindung hergestellt mit Rom. Und die jüdische Tradition sagt uns, dass von diesem Zeitpunkt an Rom mit Esau identisch geworden sei und die Prophezeiungen, die sich also auf Esau beziehen, sich in Wirklichkeit auf Rom bezögen. Nun, auch das kann nicht sein. Wie wir noch sehen werden, bezieht sich der Segen, in Anführungszeichen, der von Isaak, dem Esau, gegeben wurde, nicht nur auf die Zeit im Alten Testament, als damals die Edomiter unabhängig wurden von den Israeliten. Und sie bezieht sich auch mit Sicherheit nicht nur auf Rom, obwohl möglicherweise gewisse dualistische Beziehungen hier bestehen könnten. Aber hauptsächlich geht es nicht um Rom. Es geht hier um eine Nation, die heute noch existiert, die unabhängig sein wird von Rom, obwohl sie in gewisser Weise in einer Beziehung stehen wird zu Rom. Ich möchte auch kurz noch hier erwähnen, vielleicht ist das interessant für Sie zu erfahren, dass der berühmte Berg Ararat, auf den sich ja damals die Arche Noahs niederließ nach der Flut, sich heute auch im türkischen Lande befindet, im Grenzgebiet der Türkei. Ich möchte hier kurz von einem Artikel vorlesen, der in der Reinen Wahrheit erschienen ist, und zwar im September des Jahres 1966 mit der Überschrift Die Türkei in der Prophezeiung.
Und da wird etwas Interessantes gesagt über die Türkei und über Edom und Esau, über die wir ja gerade gesprochen haben. Da heißt es, die Türkei kann durch ein wenig Studium von größeren Nachschlagewerken und Geschichtsbüchern als Nachkommen Esaus identifiziert werden. Und dann heißt es hier, die Nachkommen Esaus werden in 1. Mose 36 erwähnt. Dies ist das Geschlecht Esaus, der da heißt Edom, Vers 1. Einer der Enkel Esaus war Teman, Vers 11. Er wurde ein bedeutender Führer unter dem Volk, das ihm in das Gebiet südlich und östlich des Toten Meeres folgte. Als die Edomiter sich auszubreiten begannen und all die Felsklüfte in den hohen Bergen östlich des Jordans besiedelten, erhielten Teile des Landes den Namen Temans. Es wurde das Land der Temata oder der Temaniter genannt. Auch heute gibt es ja noch den Brauch, Städte, Landschaften und ganze Staaten nach Personen zu benennen, die sich um die Entwicklung des Landes verdient gemacht haben. Ein recht großes Gebiet, das später auch die felsigen Hochebenen Kleinasiens, Persiens und Turkestans mit einschloss, wurde als das Land der Temaniter bekannt. Ist es dann ein Wunder, heißt es hier, dass der unauslöschliche Stempel Temans, eines der führenden Fürsten Edoms, über Ottman und das Ottomanische Reich bis in die moderne Geschichte überliefert wurde. Und wir alle haben von dem Ottomanischen oder Osmanischen Reich gehört. Das Ottomanische Reich existierte ungefähr 400 Jahre. Es endete mit dem Ersten Weltkrieg. Es war die mächtige Macht, sozusagen, eine sehr einflussreiche Macht im Nahen Osten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Und wie gesagt, Ende des Ersten Weltkrieges wurde dann aus dem Ottomanischen Reich die Republik der Türkei. Als eine Randbemerkung hier, sicherlich ist das nicht sozusagen der Beweis, aber es ist schon interessant, sich das mal vor die Augen zu führen, dass nämlich das Wort Edom ja rot bedeutet. Und wenn Sie sich die Flagge der Türkei anschauen und die Flagge, die unter dem Osmanischen Reich bestand, da war immer die Hauptfarbe rot. Interessante kurze Nebenbemerkung. Die Bibel hat schon irgendwie da Beziehungen, denn wenn Sie zum Beispiel von einem Adler lesen, der also in der Bibel erwähnt wird und der sich auf ein Volk bezieht, dann denken Sie da nicht unbedingt jetzt an Juda. Sie assoziieren zum Beispiel den Löwen mit Juda. Aber es gibt natürlich ein Volk, das immer bekannt dafür gewesen ist und auch heute noch dafür ist, dass es einen Adler hat, einen Reichsadler oder den heutigen Bundesadler. Nun aber zurückkehrend hier zu der Türkei. Das Ottomanische Reich, das hatte Gebiete beinhaltet, an die man heute so gar nicht mehr denkt, wenn man sich hier an die Türkei wendet. Aber ich möchte kurz noch einmal zunächst einmal aus diesem Artikel der reinen Wahrheit vorlesen. Da heißt es, die Türkei, früher Osmanisches oder Ottomanisches Reich genannt, erstreckte sich früher vom Jemen im Süden der arabischen Halbinsel bis an die Grenze Bulgariens und Griechenlands in Europa. Das Ottomanische Reich besaß die Oberhoheit über das Gebiet der heutigen Staaten Saudi-Arabien, Jemen, Syrien, Palästina, Libanon, Irak, Jordanien, Kleinasien, die Inseln des Ägäischen Meeres und die europäische Türkei. Nun aber nicht nur das. Man kann auch noch sagen, dass sie damals bis zur Krim in Russland vorgedrungen sind und natürlich auch im Jahre 1529 vor den Toren Wiens standen und Wien, die Hauptstadt von Österreich, belagert haben. Das war ohne Zweifel der Zeitpunkt, wo das Joch seines Bruders herausgerissen, abgerissen worden war von dem Nacken der Edomiter. Andere Werke sagen uns auch, dass die Edomiter die Vorfahren der heutigen Türken sind. Zumindest einige oder viele der Edomiter kann man heute als die Türken identifizieren. Es gibt zum Beispiel eine Enzyklopädie, die Sie auf der Internet finden können, auf dem Internet, mit dem Namen Wortnik, die schlicht und ergreifend sagt, Edom ist
Ottoman der Bibel und Ottoman der Bibel ist die Türkei. Wir finden auch die Tatsache bestätigt, dass der Name Türke sich in dem Namen Turkestan wiederfindet. Und wie wir ja wissen, war Turkestan ein Gebiet, das damals von den Edomitern vereinnahmt worden war. Da haben die Themaniten, die Nachfahren von Teman, sich niedergelassen. Es gab auch eine Völkerschaft mit dem Namen Khazar, die lebten also in Russland, und die bezeichneten den Herrscher von Byzanz als den König von Edom. Byzanz, das heutige Istanbul. Und so finden wir also viele Beweise dafür, dass heute viele der Nachfahren Edoms sich in der Türkei befinden. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn man die Prophezeiungen der Bibel verstehen will. Denn wie wir sehen werden, heute und auch in künftigen Sendungen, hat die Bibel sehr viel über die Türkei, die Zukunft der Türkei zu sagen. Da gibt es ganz allgemeine Prophezeiungen und auch sehr spezifische Prophezeiungen. Da gibt es Prophezeiungen, die andeuten, dass Gott in übernatürlicher Weise eingreifen wird im Hinblick auf die Türkei. Es gibt andere Prophezeiungen, die sagen, dass Gott dies durch gewisse andere Nationen tun wird. Es gibt auch Prophezeiungen, die uns zeigen, wie das Verhältnis aussehen wird zwischen der Türkei und, sagen wir einmal, Israel, dem Staat Israel, als auch den Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien und aber auch Staaten wie zum Beispiel Deutschland und andere europäische Staaten. Zunächst einmal eine ganz allgemeine Prophezeiung im Buch der Psalmen. Im Psalm 60, und schauen wir uns Vers 10 näher an. Psalm 60 und Vers 10. Psalm 60 und Vers 10. Da heißt es hier: Moab ist mein Waschbecken, meinen Schuh werfe ich auf Edom, Philisterland jauchze mir zu. Meinen Schuh werfe ich auf Edom. Was ist damit gemeint? Eine Parallelstelle findet sich in Psalm 108 und Vers 10. Nun, die Kommentare, wie zum Beispiel Wesley's Notes, sagen uns, dass dies eine Prophezeiung ist, die Sklaverei beinhaltet. Ein anderer Kommentar von Albert Barnes, Notes on the Bible, tells us, dass dies auch eine Bezeichnung sein kann für Besitznahme. Es gab damals die alte Tradition, dass wenn man Besitz nehmen wollte von einem Gebiet, spezifisch dann, wenn es sich um Verwandte handelte, dann zog man seinen Schuh aus und legte diesen Schuh dann auf dieses Gebiet, um anzudeuten, dass man jetzt Besitz nehmen wollte von dem Gebiet. Und die Idee ist eben die, dass Gott jetzt sagt, ich nehme jetzt also von dem Land Edoms Besitz. Eine weitere generelle, allgemeine Prophezeiung einer zukünftigen Bestrafung Edoms durch Gott findet sich zum Beispiel in Jeremia Kapitel 9. In Jeremia Kapitel 9 lesen wir angefangen in Vers 24. Nun, ich sagte, eine Bestrafung Edoms durch Gott. Wir werden noch sehen, warum es zu einer solchen Bestrafung kommen wird. Und gleich vorweg gesagt, heute beziehe ich mich lediglich auf Edom oder die moderne Türkei, aber wir dürfen nicht meinen, dass andere Nationen, die sich gegen Gott wenden werden, und die meisten Nationen, sozusagen alle Nationen, werden sich gegen Gott wenden, dass die ungeschoren davonkommen würden. Aber hier geht es mir heute um die Türkei. Und so lesen wir wiederum in Jeremia Kapitel 9, angefangen in Vers 24. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich heimsuchen werde, alle, die an der Vorhaut beschnitten sind, nämlich Ägypten, Juda, Edom. Und dann werden hier andere noch erwähnt, alle, die das Haar rundherum abscheren, die in der Wüste wohnen. Er sagt, alle Heiden sind nur unbeschnitten, aber ganz Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Also es geht ihm hauptsächlich darum, dass hier es nicht um die physische Beschneidung geht, sondern um die Tatsache, dass alle ein unbeschnittenes Herz haben, ein Herz, das sich gegen Gott wendet, das sich nicht Gott untertan machen will. Auch in Kapitel 25, Jeremia Kapitel 25,
Und in Vers 15, da lesen wir in Jeremia Kapitel 25 und Vers 15, denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zornes aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende. Und jedes Mal, wenn sie von dem Zorn Gottes hören oder dem Tag des Zornes Gottes, wissen sie, dass es sich um eine endzeitliche Prophezeiung handelt. Dieser Tag des Zornes Gottes wird ganz eindeutig, zum Beispiel im Buch der Offenbarung, beschrieben. Und es geht um die Zeit, so ungefähr, die mit einem Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt, wenn Gott aktiv in das Geschehen der Menschheit eingreifen wird. Und er ist sehr zornig darüber, dass die Menschen sich nicht an Gott wenden, dass sie kein Vertrauen in Gott haben, dass sie ihre eigenen Wege gehen wollen, die eben natürlich total entgegengesetzt sind zu den Wegen Gottes. Aber hier in Jeremia 25 lesen wir jetzt weiter in Vers 21. Und er beschreibt jetzt hier die Völker, die von dem Zorneswein Gottes trinken müssen, die von Edom, sagt er hier ganz eindeutig. Und dann werden andere Völker natürlich auch erwähnt. Und dann schließlich auch noch in Kapitel 48. Jeremia Kapitel 48. Und lesen wir die Verse 21 bis 24. Jeremia Kapitel 48 und angefangen in Vers 21. Da heißt es, die Strafe ist über das ebene Land ergangen, nämlich über Holon, Jahaz und so weiter und so fort. Vers 24 wird erwähnt, Bosra. Und wie ich sagte, Bosra war ja die Hauptstadt des Edomitischen Reiches. Also auch hier wird deutlich, dass eine Bestrafung Gottes gegenüber der modernen Türkei erfolgen wird. Eine interessante Prophezeiung findet sich im Buch der Klagelieder. Das Buch der Klagelieder befindet sich im Anschluss an das Buch Jeremia, aber wir müssen verstehen, dass das Buch Klagelieder eine Prophezeiung für die Endzeit ist. Nun, sie wurde von Jeremia geschrieben, auch im Hinblick auf die damalige Zerstörung von Jerusalems. Aber die ganze Prophezeiung, es wird deutlich, wenn man sie zusammen liest im Zusammenhang, ist eine Endzeitprophezeiung. Und so lesen wir in Klagelieder, im Buch der Klagelieder, Kapitel 4, angefangen in Vers 21. Ja, freu dich nur und sei fröhlich, du Tochter Edom. Schauen Sie, du Tochter Edom. Das Wort Tochter hier im prophetischen Zusammenhang bezieht sich eben auf eine Nachfahrin des alten Edom. Du Tochter Edom, die du wohnst im Lande Uz. Denn der Kelch des Zornesweins Gottes, der im Buch der Offenbarung beschrieben wird, denn der Kelch wird auch zu dir kommen, dass du trunken wirst und dich entblößt. Deine Schuld ist abgetan, du Tochter Zion. Auch hier wiederum, du Tochter Zion. Der Herr wird dich nicht mehr wegführen lassen. Und wenn wir uns die Parallelstelle im Buch der Mengeübersetzung anschauen, dann wird hier gesagt, der Herr wird dich nicht mehr in die Sklaverei führen lassen oder in die Gefangenschaft. Was hier erwähnt wird, meine Damen und Herren, ist die Tatsache, dass es noch zu einer Gefangenschaft der Nachfahren des alten Zion kommen wird. Mit anderen Worten, des Hauses Israel und des Hauses Juda. Wie Sie mich schon des Öfteren haben sagen hören, das Haus Juda heute befindet sich natürlich vielfach im Staat Israel, aber nicht nur dort, es gibt viele Juden heute, die in anderen Ländern noch leben. Man sagt, dass zum Beispiel im Staate oder in der Hauptstadt New York es mehr Juden gibt als im Staat Israel. Aber es geht nicht nur um das Haus Israel, um das Haus Juda vielmehr. Es geht auch um das Haus Israel. Und das Haus Israel war nie jüdisch, aber es sind heute die Nachfahren, die wir finden in zum Beispiel Amerika und Großbritannien und anderen englischsprachigen Ländern. Es geht also hier um eine Gefangenschaft. Und Gott sagt hier, aber dann wird die Tochter Zion nicht mehr weggeführt werden in Gefangenschaft. Also sie wird es noch einmal werden. Aber deine Schuld, du Tochter Edom, wird er heimsuchen und deine Sünden aufdecken. Also hier geht es um eine Bestrafung, die noch kommen wird, des Hauses Esau, des Hauses Edom, der Tochter Edom, wenn das Haus Israel und das Haus Juda in die Gefangenschaft geführt werden. Also alles dies ist zukünftig zu verstehen. Eine zukünftige Prophezeiung. Schauen wir uns auch in Maleachi im Alten Testament, Kapitel 1 an. Maleachi Kapitel 1 und Vers 4. Auch hier eine prophetische Aussage. Und wenn auch Edom spricht, wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen,
So spricht der Herr Zebaoth, werden sie bauen, so will ich doch abbrechen. Und man wird sie nennen Land des Frevels und ein Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Nun, auch hier muss man sagen, dass das Wort ewiglich in der Bibel nicht unbedingt bedeuten muss für alle Ewigkeit ohne Ende. Das Wort ewiglich oder ewig hat die Bezeichnung, dass es für eine gewisse Zeit andauern wird, bis sich dann Zustände ändern. Wenn sich Zustände ändern, dann hat auch die ewigliche Zeitspanne ein Ende. Und wir werden natürlich noch sehen, dass wenn Jesus Christus zurückkommt und das Reich Gottes hier auf Erden errichtet und die Herrschaft im Millennium über die Erde übernimmt, sich dann die Zustände, die heute bestehen, gewaltig ändern werden. Schauen wir uns noch eine weitere Stelle an im Buch Jesaja. Auch hier wird von einer Nacht gesprochen, die über Esau hereinbrechen wird, über die moderne Türkei. Jesaja 21, die Verse 11 und 12. Jesaja 21, die Verse 11 und 12. Dies ist die Last für Duma. Man ruft zu mir aus, Seir. Und wie gesagt, Seir ist ja wiederum eine Bezeichnung für Esau. Also man ruft zu mir aus Seir, Wächter, ist die Nacht bald hin. Wächter, ist die Nacht bald hin. Also hier befindet sich Seir, die moderne Türkei, in einer Nacht der Bestrafung. Und der Wächter aber sprach, wenn auch der Morgen kommt, so wird es doch Nacht bleiben für euch. Wenn ihr fragen wollt, so kommt wieder und fragt. Aber zunächst einmal wird es zu dieser Nacht der Bestrafung kommen. Nun, schauen wir uns jetzt einige Stellen an, meine Damen und Herren, die mehr spezifisch auf die Zukunft Esaus, die Zukunft Edoms eingehen. Es waren bisher ja Stellen, die wir gelesen hatten, die nur ganz allgemein von einer Bestrafung sprechen. Aber wie wird die aussehen? Warum wird es zu einer solchen Bestrafung kommen? Das ist etwas, was ich in der nächsten Sendung näher erörtern will. Aber hier im Buch Jesaja, Kapitel 34. Jesaja, Kapitel 34, die Verse 5 und 6. Denken wir daran, dass es über Edom hieß, dass er sich von seinem Schwert ernähren wird. Und wenn wir zum Beispiel an das Ottomanische Reich denken, können wir ja klar erkennen, wie das in Erfüllung gegangen ist, diese Prophezeiung. Und wie sie auch noch in der Zukunft in Erfüllung gehen wird, laut Bibel. Aber hier ist interessant, was Gott jetzt sagt. In Jesaja 34, Vers 5, denn mein Schwert ist trunken im Himmel. Und siehe, es wird herniederfahren auf Edom. Und über das Volk, an dem ich den Bann vollstrecke, zum Gericht. Des Herrn Schwert, Vers 6, ist voll Blut und trieft von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Widder. Denn der Herr hält ein Schlachten in Bosra, wiederum Bosra, die Hauptstadt des Edomitischen Reiches, und ein großes Opfer im Lande Edom. Also hier wird symbolisch gesehen ein Vernichtungsschlag gegen Edom beschrieben. Und zwar scheinbar im Krieg, durch einen Krieg. Die Zeit, wann dies erfolgen wird, wird klar identifiziert. Schauen wir uns Vers 8 an, im gleichen Kapitel. Denn es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Also hier wird schon eine Andeutung gegeben, warum Gott zornig sein wird mit den Nachfahren des Hauses Edom. Die werden also scheinbar etwas tun, noch in der Zukunft, was sich gegen Zion, das Haus Israel, das Haus Juda, beziehen wird. Möglicherweise auch die Kirche Gottes, die ja auch vielfach mit Zion beschrieben wird. Und so wird Gott am Tage der Rache, am Jahr der Vergeltung eingreifen. Wie ich sagte, der Tag des Herrn ist möglicherweise ein Jahr lang, der ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Diese Stelle hier scheint auch dies anzudeuten. Das ist der Zeitpunkt, wenn Gott den Zorneswein ausgießen wird über die Völker, die sich gegen ihn erheben, die gegen ihn rebellieren. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 63 an. Jesaja Kapitel 63, angefangen in Vers 1. Jesaja 63, angefangen in Vers 1. Wer ist der, der von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bosra
Wer so geschmückt ist in seinen Kleidern und einherschreitet in seiner großen Kraft. Ich bin es, der in Gerechtigkeit redet und bin mächtig zu helfen. Also hier wird klar auf Jesus Christus angespielt, der zurückkommen wird, um in Gerechtigkeit zu herrschen, in Gerechtigkeit zu reden. Und er wird zurückkommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Vers 2. Warum ist denn dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie das eines Kältertreters? Und wiederum viele Prophezeiungen im Buch der Offenbarung schreiben davon, dass Gott einen Kelter treten wird gegenüber den Völkern, die sich ihm nicht untertan machen wollen. Vers 3. Ich trat die Kelter allein, und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt, und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Vers 4. Denn ich hatte einen Tag der Vergeltung mir vorgenommen, das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen. Und ich sah mich um, Vers 5. Aber da war kein Helfer. Und ich verwunderte mich, dass niemand mir beistand. Da musste mein Arm mir helfen, und mein Zorn stand mir bei. Und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet. Eine sehr aussagekräftige Stelle, die sich auf das Zorngericht Gottes bezieht, wenn Christus zurückkommt. Denken wir daran, meine Damen und Herren, dass Christus zurückkommt mit großer Macht und Herrlichkeit und dass die Völker zornig sein werden und dass sie versuchen wollen, gegen Christus zu kämpfen. Und so heißt es dann auch im Buch der Offenbarung, und dann ist dein Zorn gekommen, und um die zu richten, die sich gegen ihn auflehnen. Aber hier wird auch ganz eindeutig von Bosra gesprochen, von Edom, von der modernen Türkei. Nun, warum sagt Gott hier, er musste dies alleine tun? Da war keiner da, der ihm helfen wollte. Nun, letztendlich geht es darum, dass keiner der Völker, wir werden auch sehen, dass Gott durch gewisse Völker Edom bestrafen wird. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier um die Gerechtigkeit. Und keiner der Völker war da und würde da sein, die wirklich in Gerechtigkeit vorgehen würden. Eine Parallelstelle hier findet sich im Buch Jesaja, im 10. Kapitel. Auch hier wiederum ist es Jesaja, der Folgendes sagt, angefangen in Vers 5. Wehe Assur, Assyria, Assyrien, das heutige moderne Deutschland, wie Sie ja bereits wissen von einigen meiner Predigten, die ich gegeben habe über dieses Thema. Wehe Assur, der meines Zornes ruhte und meines Grimmes stecken ist. Ich sende ihn wieder ein gottloses Volk. Also Gott benutzt Assyrien in der Zukunft, um gegen andere Völker oder ein gottloses Volk, wie es hier heißt, Krieg zu führen. Weil Gott dieses gottlose Volk, es handelt sich hier um das Haus Israel und das Haus Juda, bestrafen will. Ich sende ihn wieder ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl wieder das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Aber jetzt Vers 7. Aber er meint es nicht so. Er versteht nicht, dass er ein Werkzeug Gottes ist. Er versteht nicht, dass Gott ihn gegen ein gottloses Volk sendet, denn er ist auch gottlos, sogar noch gottloser als das Volk, gegen das er gesendet wird. Er meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern sein Sinn steht danach zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Völker. Das ist das, was der zukünftige König von Assyrien tun wird und denken wird. Und so sagt auch hier Gott im Jesaja-Kapitel, das sich auf Edom bezieht, ja, ich musste es allein tun, es waren keine Völker da, die so dachten wie ich. Und natürlich ist es auch richtig, dass, wenn Christus zurückkommt, er in der Tat alleine gegen die Völker, die gegen ihn rebellieren, vorgehen wird. Er wird sich keiner menschlichen Armeen bedienen, dann, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Er wird allerdings von Engeln begleitet werden, die mit ihm kämpfen werden, wie es heißt. Und wie wir auch noch sehen werden, werden auch diejenigen, die in Herrlichkeit verwandelt werden, teilhaben an der Bestrafung der Völker, die sich Gott nicht untertan machen wollen. Aber davon werden wir noch später sprechen.
Eine mögliche Parallelstelle zu dem, was wir gerade im Jesaja Kapitel 63 gelesen haben, findet sich auch im Buch Habakuk. Nun, Habakuk, einer der kurzen, sagen wir mal, kleineren Propheten im Alten Testament. Da muss man schon ein bisschen suchen, bis man den gefunden hat. Im Buch Habakuk, der befindet sich hinter dem Buch Nahum und bevor dem Buch Zephania. Also nicht unbedingt eine Prophezeiung, die man häufig aufschlägt, aber hier ist eine interessante Prophezeiung gegeben im Hinblick auf das, was mit Edom geschehen wird. Habakuk Kapitel 3 und in Vers 3. Und da heißt es, Gott kam von Teman. Also hier wiederum Teman, Esau, Edom, Seir, Bosra, alle diese Bezeichnungen beziehen sich ja auf die modernen Nachfahren der Edomiter, also auf die zukünftige Türkei. Gott kam von Teman und der Heilige vom Gebirge Paran. Seines Lobes war der Himmel voll und seine Ehre war die Erde voll. Nun, also auch hier sehen wir wiederum, dass Gott von Teman kommt. Oder wie wir eben gelesen hatten, er kommt von Bosra. Der Zeitpunkt, auch hier ist interessant, Vers 2. Herr, ich habe die Kunde von dir gehört. Ich habe dein Werk gesehen, Herr. Mache es lebendig in naher Zeit. Oder wie die Elberfelder Bibel es übersetzt, oder auch die Menge Bibel. Mache es lebendig inmitten der Jahre. Und lass es kund werden in naher Zeit. In der Mitte der Jahre. Und dann heißt es hier, im Zorne denke an Barmherzigkeit. Also selbst wenn Gott zornig ist über die Völker, die gegen ihn rebellieren, die sich nicht untertan machen wollen, wird Gott gleichwohl auch barmherzig sein. Und das ist hier eine Stelle, die dies zum Ausdruck bringt. Und wie wir noch sehen werden, ist das in der Tat auch der Fall. Es ist auch interessant, dass wir im Alten Testament im 5. Buch Mose 33 etwas lesen über die Tatsache, dass Gott von Seir kam oder von Edom oder von Teman. Und es ist interessant im Hinblick auf das, was Gott damals tat. 5. Mose 33 und Vers 2. Und wie ich gleich sagen will, ist diese Stelle auch möglicherweise dualistisch zu sehen, dass sie eine Nacherfüllung noch haben wird in der Endzeit. 5. Mose 33 und Vers 2, da heißt es nämlich, er sprach, der Herr ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgeleuchtet von Seir her, also von dem Gebiet Edoms. Er ist erschienen vom Berge Paran her und ist gezogen nach Meribat Kadesh. In seiner Rechten ist ein feuriges Gesetz für sie. Nun, hier möchte ich kurz die Mengebibel zitieren, die das also deutlicher macht. In 5. Buch Mose 33, Vers 2, aber jetzt in der Mengeübersetzung. 5. Mose 33 und Vers 2. Da heißt es hier in der Mengeübersetzung, der Herr kam von Sinai her und erschien seinem Volk von Seir her im strahlenden Glanz. Er ließ sein Licht vom Gebirge Paran leuchten und kam aus der Mitte heiliger 10.000 Scharen. Zu seiner Rechten war loderndes Feuer für sie. Also er kam aus der Mitte oder mit Zehntausenden von Heiligen, wie man das übersetzen kann und wie zum Beispiel auch die englische King James Bibel es übersetzt. Er kam mit Zehntausenden von Heiligen. Nun, wer waren oder sind diese Heiligen? Das Wort heilig kann sich auf Engel beziehen, die sind nämlich heilig. Es kann sich aber auch auf Christen beziehen, wir sollen nämlich auch heilig sein. Und vor allen Dingen dann, wenn Christen zur Unsterblichkeit verwandelt worden sind in der Zukunft. Und deswegen sagte ich, dass diese Stelle sich hier auch auf die Zukunft beziehen kann. Damals kam Gott mit Zehntausenden von Engeln, um sein Gesetz zu verkünden, vom Berge Sinai her. Die 10 Gebote. Und dann auch die Rechte und die Satzungen. Aber Gott wird noch einmal kommen, in der Person von Jesus Christus. Und er wird an dem Tage auf dem Ölberg stehen, wie uns das Buch Zechariah das sagt. Zechariah Kapitel 14, die Verse 3 bis 5. Und er wird auch mit Heiligen kommen. Aber diesmal sind es nicht Engel, diesmal sind es
zur Unsterblichkeit verwandelte Christen. Schauen wir uns dies in Sacharja Kapitel 14 kurz einmal an. Sacharja Kapitel 14, die Verse 3 bis 5. Sacharja Kapitel 14, angefangen in Vers 3. Da heißt es: Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom, Vers 5, wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Aber schauen Sie, diesmal wird es sich um Heilige handeln, die auferweckt werden zur Zeit der Wiederkunft Christi, die verwandelt werden zur Unsterblichkeit. Das heißt, sie werden dem Herrn in der Luft begegnen und dann werden sie alle zusammen sich auf dem Ölberg niederlassen. Und was wird Gott dann tun? Was wird Jesus Christus dann tun? Nun, er wird nach wie vor das Gleiche tun, was er damals getan hat, als er das erste Mal kam, nämlich sein Gesetz wiederum verkünden, es deutlich machen. Die meisten Menschen heute, selbst Christen, haben nicht viel Ahnung von dem wahren Gesetz Gottes. Aber Christus wird deutlich machen, dass sein Gesetz immer das gleiche gewesen ist, sich nicht geändert hat, sich auch nicht ändern wird. Schauen wir uns im Buch Judas oder im Brief des Judas, der Brief, der sich ja in unseren deutschen Bibeln vor dem Buch der Offenbarung befindet, schauen wir uns hier die Verse 14 und 15 an. Da heißt es: Es wird aber auch von diesem geweissagt durch Henoch, der siebente von Adam, an und gesprochen: Siehe, der Herr kommt mit seinen viel tausend Heiligen. Aber es geht hier jetzt um bekehrte Christen, die verwandelt worden sind zu unsterblichen Geistwesen und Gottwesen. Vers 15: Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Nun, um Gericht in Gerechtigkeit halten zu können, muss man zunächst einmal wissen, wie man überhaupt gegen Gott gesündigt hat. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Gott wird dies klar machen. Gott wird deutlich machen, dass das Gesetz gebrochen worden ist. Und deshalb wird zunächst einmal hier Gericht gehalten. Aber Gericht muss nicht unbedingt Verdammnis bedeuten, sondern, wie wir das bereits schon mehrfach betont haben, es kann auch Ausrichtung bedeuten. Man wird ausgerichtet hin zur Wahrheit und hat dann die Wahl, entweder den richtigen oder den falschen Weg zu gehen. Also auch hier wiederum interessante Darstellungen, die sich auf das Schicksal Edoms beziehen. Wir finden auch eine ziemlich eingehende Prophezeiung, die wir heute noch Zeit haben zu behandeln, im Buch Jeremia. Jeremia Kapitel 49. Jeremia Kapitel 49 und angefangen Vers 7. Eine eingehende Prophezeiung gegen Edom, gegen Esau, gegen die zukünftige Türkei. Da heißt es in Kapitel 49, angefangen in Vers 7 vom Buche Jeremia: Wider Edom, also gegen Edom. So spricht der Herr Zebaoth: Ist denn keine Weisheit mehr in Teman? Ist denn kein Rat mehr bei den Klugen? Ist ihnen die Weisheit ausgegangen? Flieht, wendet euch und verkriecht euch tief, ihr Bürger von Dedan, denn ich lasse Unheil über Esau kommen, die Zeit seiner Heimsuchung. Es sollen Winzer über dich kommen, die keine Nachlese übrig lassen, und Diebe sollen des Nachts über dich kommen, die sollen nach Herzenslust verwüsten. Denn ich habe Esau entblößt und seine Verstecke aufgedeckt, dass er sich nicht verbergen kann. Seine Söhne, seine Brüder, seine Nachbarn sind vernichtet, dass keiner von ihnen mehr da ist. Vers 11: Verlass nur deine Weisen, ich will sie am Leben erhalten. Also nicht jeder von Esau wird umkommen, Weisen werden von Gott am Leben erhalten, und deine Witwen sollen auf mich hoffen, also Witwen werden auch überleben und werden dann auf Gott hoffen, werden sich an Gott wenden. Aber diejenige, die also Krieg führen, diese kriegführende Macht, die wird vernichtet werden, sagt Gott hier. Vers 12: Denn so spricht der Herr: Siehe, die es nicht verdient hatten, den Kelch zu trinken, die müssen trinken. Die es nicht verdient hatten im Hinblick auf
andere Völker. Er sprach ja bereits von dem gottlosen Volk, das von Assur versklavt werden wird. Aber im Vergleich zu denen, die sie versklaven werden, waren sie gerechter noch als diejenigen, die eben die Herrschaft dann über sie übernehmen würden. Und so sagt er hier, denn so spricht der Herr, siehe, die es nicht verdient hatten, den Kelch zu trinken, die müssen trinken. Und du solltest ungestraft bleiben, du sollst nicht ungestraft bleiben, sondern du musst auch trinken. Denn ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, dass Bosra zum Entsetzen, zur Schmach, zur Wüste und zum Fluch werden soll und alle seine Städte zur ewigen Wüste. Aber wie gesagt, ewig bedeutet nicht unbedingt für alle Ewigkeit ohne Ende. Solange wie die Umstände die gleichen sind, solange wird Edom eine Wüste sein. Aber wie wir noch sehen werden in der nächsten Sendung, wird sich dieser Zustand dann doch noch ändern. Vers 14, ich habe eine Kunde vernommen vom Herrn, ein Bot ist unter die Völker gesandt, sammelt euch und kommt her, wieder Edom, macht euch auf zum Kampf, denn siehe, ich will dich gering machen unter den Völkern, also nicht total auslöschen, aber gering machen unter den Völkern und verachtet unter den Menschen. Dass die anderen dich fürchten, hat dich verführt. Und dein Herz ist hochmütig, weil du in Felsenklüften wohnst. Damals die Edomiter, aber auch heute noch die Türken. Die haben ja sehr viele Felsenklüfte und Gebirge in der Türkei. Und hohe Gebirge innehast. Wenn du auch dein Nest so hoch machtest wie der Adler, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Also soll Edom wüst werden, dass alle, die vorübergehen, sich entsetzen und spotten über alle seine Plagen. Gleich wie Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn zerstört wurden, spricht der Herr, so soll auch dort niemand wohnen, noch ein Mensch darin hausen, für eine gewisse Zeit. Siehe, es kommt herauf, oder er kommt herauf wie ein Löwe, aus dem Dickicht des Jordans in die Auen, denn ich will sie eilends daraus wegtreiben und den, der erwählt ist, darüber setzen. Wer ist der Löwe von Juda? Nun kein anderer als Jesus Christus. Denn wer ist mir gleich? Wer will mich meistern? Wer ist der Hirte, der mir widerstehen kann? So höret nun den Ratschluss des Herrn, Vers 20, den er über Edom gefasst hat und seine Gedanken, die er über die Einwohner von Teman hat. Was gilt's? Wird man sie nicht fortschleifen mit den geringsten ihrer Schafe? Werden ihretwegen nicht ihre Augen veröden? Vom Krachen ihres Sturzes erbebt die Erde, und ihr Geschrei wird man am Schilfmeer hören. Vers 22, siehe, er fliegt herauf wie ein Adler und breitet seine Flügel aus über Bosra. Nun, wie ich sagte, vielfach wird Assyrien mit einem Adler verglichen. Zu der Zeit wird der Herr oder wird das Herz der Helden in Edom sein wie das Herz einer Frau in Kindsnöten. Also hier wird schon angedeutet, was geschehen wird und wer teilhaben wird an der Zerstörung von dem zukünftigen Edom. Wir sehen also, dass Nationen gegen Edom geführt werden und Edom zunächst einmal vernichten werden oder in einem Krieg zerstören werden. Es heißt ja auch in Vers 22, zu der Zeit wird das Herz der Helden in Edom sein wie das Herz einer Frau in Kindsnöten. Nun, die Menge-Übersetzung schreibt hier, schauen wir uns diese Stelle kurz an, das ist sehr wichtig, genau zu sehen, wie das hier übersetzen. In Jeremia Kapitel 49, Jeremia 49 und hier lesen wir Vers 22. Jeremia 49 und Vers 22, da heißt es, seht, einem Adler gleich steigt der Feind herauf und fliegt daher und breitet seine Schwingen über Mosra aus. Also hier geht es klar um eine menschliche Armee, die mit einem Adler verglichen wird. Da wird den edomitischen Kriegern an jenem Tage zumute sein, wie einem Weibe in Kindsnöten. An jenem Tage. Schauen Sie, es geht hier darum, dass es um eine zukünftige Zeit geht. Wenn das Wort oder die Bezeichnung an jenem Tage oder an dem Tage des Herrn erwähnt wird, wie ich schon sagte, bezieht sich das hauptsächlich auf den Zeitpunkt, der ein Jahr ungefähr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Und so geht es also hier um eine zukünftige Prophezeiung, die aber noch in Erfüllung gehen wird bezüglich von Edom. Aber einige der Edomiter werden überleben. Wir haben hier von den Weisen gehört, von den Witwen, aber es scheint so zu sein, dass die Armee, die Edom aufstellen wird, zunächst einmal zusammen mit dem babylonischen System
gegen Israel und Juda vorgehend, dann durch das babylonische System vernichtet werden wird, wie das ja auch schon in der Vergangenheit geschehen ist. So möchte ich heute jetzt mit diesem Vortrag aufhören und möchte dann in der nächsten Predigt weiter darauf eingehen, was die Bibel uns sagt, wie genau die Zerstörung Edams erfolgen wird und warum. Und wie gesagt, welche Rolle das Haus Israel und das Haus Juda dann noch spielen werden im Hinblick auf die Zukunft von der modernen Türkei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.